Hallo, bei mir ist der Martin Hess von Riese Müller und im nächsten Video geht es um das? Ja, um das neue Swing. Martin, du hast es angesprochen, es geht um das neue Swing von euch, Riese und Müller. Was sind die Änderungen zum alten Swing oder warum gibt es ein neues und was sind die, welche Änderungen habt ihr vorgenommen und warum? Also im Prinzip ist das Rad komplett neu. Auch wenn es auf den ersten Blick erstmal aussieht, wie man es gewöhnt ist. Das war auch unsere Intention, dass ein Swing einfach ein Swing bleibt. Also wir haben diskutiert, ob wir vielleicht zum Beispiel den Akku in den Rahmen integrieren. Das haben wir sehr schnell verworfen, weil dann wäre es kein Swing mehr. Dann wäre es ein irgendwie anderes Nevo. Ja, und es wäre vor allen Dingen auch keine Welle in dem Unterrohr gewesen. Ist ja dann bei dem Intube-Akku gar nicht möglich. Nö, das ist nicht möglich und hier ist wirklich Nomen est Omen. Also eine geschwungene Form sollte erhalten werden. Aber nichtsdestotrotz ist der Rahmen bis auf ganz wenige Bauteile komplett neu. Ja, es ist, wie ich schon sagte, direkt als Swing erkennbar, was natürlich jetzt auch auffällt, das große Kettenrad vorne mit dem dunklen Motor. Das heißt, wir haben hier keinen Active Plus drin von Bosch, sondern auch was anderes. Ja gut, das ist der neue Generation 3 Performance Motor, also mit 65 Newtonmeter Drehmoment. Also einfach für den Nutzer mehr Power beim Anfahren, einfaches Erreichen von der Geschwindigkeit und ein ganz, ganz weiches Abregelverhalten, wenn man über die Unterstützungsgrenze hinausfährt. Und ich finde, er ist ja auch super leise im Vergleich zum bisherigen Performance, was ihn natürlich auch nochmal auszeichnet für so ein Fahrzeug. Ja gut, also das war ja einer der größten Vorteile von den bisherigen Active, beziehungsweise wir haben ja nur den Active Plus Motor verwendet, dass er quasi fast schon unhörbar ist, auch ein ganz feines, ruhiges Pedaliergefühl bietet und eben, ja, wenn der Motor aussteigt, weil er eben abriegeln muss bei 26 Komma gesetzlich, man merkt es nicht. Man fährt einfach weiter. Ja, ihr habt euch für nach wie vor die Gepäckträger-Akkulösung entschieden. Welche Nachteile habe ich oder welche Nachteile habe ich vermeintlich, sind es aber in der Praxis vielleicht gar nicht? Ja, vermeintlich, der Nachteil ist natürlich, dass der Akku relativ hoch positioniert ist. Also hoher Schwerpunkt ist jetzt nicht wirklich vorteilhaft für die Fahrstabilität, aber man kann das durchaus erfolgreich kaschieren. Wir haben den Gepäckträger deutlich stabiler ausgebildet. Wir haben auch versucht, den Akku so tief wie möglich zu positionieren und haben jetzt zusätzlich auch eben den Gepäckträger so gestaltet, dass wir Packtaschen oder wie hier die Körbe möglichst tief einhängen können. Und dann ist auch in der Seitenansicht zum Beispiel der Gepäckträger-Akku komplett verschwunden. Gut, wir haben natürlich jetzt hier ein Gewicht von irgendwas um die 3 Kilo. Es ist also nicht so, dass man da eine Kiste Wasser gefüllt auf dem Gepäckträger hätte. Was mir auch gefallen ist, extrem aufgeräumtes Cockpit. Das heißt, ich habe die Züge jetzt gar nicht so sehr mehr im Weg, gerade durch diese super schöne Korblösung, wie ihr sie jetzt habt. Ja gut, das eine hängt ein Stück weit vom anderen ab. Also ich habe ja immer, wenn ich einen Korb vorne habe, immer das Problem, wohin mit meinen Zügen. Und die Gefahr besteht natürlich auch immer, auch wenn ich den Korb dranhänge, dass irgendein Zug geklemmt, gestaucht wird, sich irgendwo aufhängt. Und um das zu umgehen, haben wir halt eben es so gemacht, dass wir alle Züge sammeln vor dem Vorbau und direkt ins Steuerrohr führen und direkt ins Unterrohr. Also alle Züge laufen direkt dort rein im Unterrohr entlang. Und damit habe ich eben nirgendwo einen Konflikt mit dem Korb. Und dann eine super cleane Optik. Wir haben nach wie vor den tiefen Einstieg, wo ich natürlich gerade als Einsatzbereich ein Citybike habe. Welche Komponenten und welche Eigenschaften machen das Fahrzeug so einzigartig? Ja gut, wir haben eine klassische Optik, aber eine hochmoderne, hochfunktionales Design. Ja? Wir wollen nicht jedem dieses Nevo-Design, dieses kräftige, kantige, voluminöse Modell haben, sondern wir möchten eben auch einfach eine filigranere Optik, eine klassische Optik, die einfach ja, ein bisschen näher an dem klassischen Damenrad auch liegt. Und wir haben natürlich die klassische Optik, wie du schon gesagt hast, super elegant und du hast es eben angesprochen, ihr hättet fast schon eine HS-Version daraus machen können, so stabil ist der Rahmen. Ja, also von der Stabilität her hätte ich da überhaupt keine Bedenken, ja, also nicht im Mindesten. Aber sagen wir mal, die Zielgruppe ist da dann doch eher eine andere. Und hier belassen wir es erstmal bei einer klassischen City- oder Tourenanwendung. Wir haben 2 Varianten, immer mit Riemenantrieb, eine Enviolo-Variante und eine Variante mit Nexus. Heißen dann eben Vario, Urban und nur Urban.
Und wird es auch eine Variante mit Rücktritt geben? Es kommt auch eine Variante mit Rücktritt. Auf vielfachen Wunsch, wir haben das Flehen erhört. Also für jeden was dabei, unbedingt Probe fahren. Vielen Dank. Gerne.